Hallo und willkommen zurück bei diesen schönen asiatischen Klängen hier in Zelda Skyward Sword, wo wir jetzt uns dem großen Donnerdrachen widmen, der hier so ein bisschen vor sich hin hustelt und pustelt und vermutlich krank ist. Also, der wird krank sein, sehr wahrscheinlich. Der Donnerdrache hat mir erlaubt, hier nach Stein zu graben. Im Augenblick geht es ihm jedoch ziemlich mies. Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn es so weitergeht. Dann wollen wir mal mit ihm reden. Oh, solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was treibt dich denn hierher? Lange Geschichte. So, so. Du kommst also vom Himmel. Du heißt Louis. Irgendwas fehlt mir da. Wie wäre es mit sowas wie WR16, Louis? So wie meine Freunde? Bitte nicht. Gefällt dir nicht? Nein. Naja. Also, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Du sagtest gerade, dass du von Himmel kommst, Louis. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Das erklärt einiges. Aber weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich ungelegen. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst es ja selbst. Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt und kann daher nicht singen. Es ist schon eine Last, von der Göttin auserwählt zu sein. Kann ich auch was machen, um dich zu heilen? Da fällt mir ein, die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Er hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Dieser Baum da drüben soll gewachsen sein. Der sieht ein bisschen tot aus. Um den Donnerdrachen zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Mal denn. Guck ich, was ich machen kann. Und schon wieder Staubsaugen hier. Husten, blasen. Flieg! Na ja, gut. Dann spielen wir mal Dr. Link. Ist ein neues Nintendo-Game. So neben Dr. Mario und Dr. Luigi haben sie jetzt Dr. Link eingefügt. Hep. Schaffe ich das einfach so? Ja, okay. Lass mich raten, rein zufälligerweise ist unter diesem Ding ein Zeitstein. Wer hätte das gedacht? Oh Gott. Wohl, vielleicht soll ich jetzt mit den anderen. Dann dürfte alles wieder mit Wasser um sich plätschern. Oder auch nicht. Na, der Baum ist nicht gerade gut gewachsen, mein Freund. Aber gucken wir gleich. Erstmal ganz kurz. Zwudel, 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 zwudel. Boing, boing, boing. So, aber das erdeckt. Dann nehmen wir noch ganz kurz den mit. Ein paar wunderschöne Laballen. So, nehmen wir auch noch mit. Ein bisschen schnitzeln hier. Blitz, Schlatz, Schlitz. So, Rasenmähen.
Ich weiß nicht, ob wir das Geld auch groß brauchen, weil eigentlich alles einsammeln will ich nicht. Also es wird kein 100% Run, das sage ich euch gleich, wie es ist. Das habt ihr, glaube ich, auch schon gemerkt. Alle Herzteile und alle Beine da der Göttin will ich eigentlich nicht abklappern. So. Was haben Sie denn zu melden, mein Freund? Dem Donnerdrachen geht es schlecht und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Du hast den Lebensbaumkeimling erhalten, ein Keimling des legendären Baumes, dessen Früchte jedoch noch so schwere Krankheit heilen sollen. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt einen Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Ja. Das ist eine gute Nachricht. Psst. Dann solltest du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranel. Psst. Nicht in Ranel. Als die Alternative, die mir einfallen würde, wäre irgendwo, wo Wasser ist. Und Wasser, weiß ich, ist momentan bloß in Royon. Also werden wir es wieder nach Royon müssen, oder was? Komm her. Dankeschön. Ab nach Peru. Ohne. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich so einen super Sniper-Schuss hinkriege. Bisschen Hörziel, dass ein Bogen fliegt. Oh, wie so hoch. Kann ich genau drauf zielen. Oh, die Scheiße. Ich will jetzt eigentlich irgendwie da hinkommen, aber... Ich meine, ich kann Stein ja auch nicht ausmachen, oder? Kann ich den Stein einfach ausmachen und ich kann dann wieder da drüben hin? Jetzt müsste der Baum hier eigentlich verschwunden sein, ja. Trotzdem aus. Scheiße. Tut mir so leid für den kleinen Roboter, aber. Wie komme ich jetzt hier weg? Ich kann nicht einfach so wegfliegen. Oder kannst du mich einfach ins Wolken mehr bringen? Ist das hier noch irgendwo? Naja. Eine sehr lange Zeit, wo Rücken und wachsen kann. Gibt es hier irgendwo Wasser in der Gegend? Eigentlich gar nicht, ne? Nicht noch eine. Aber gut, erstmal muss ich eh rüberkommen irgendwie. Das ist mein Problem. Ich komme da auch nicht dran. Durch. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Kann manchmal jemand hier irgendwie... Ihr werdet auch nicht funktionieren, das wird weg, stimmt, oder? Ja. Kann der Käfer vielleicht was machen? Mir würde es schon reichen, wenn das Ding einfach anstößt und ich damit meinen Weg kriege. Ah, okay. Gut. Kumpel, eine Idee, wo ich hier Wasser kriege? In dieser Hitze will ich so recht gedeihen. Wenn es so weitergeht, der Donnerdrache. Ja, wir wissen alle, er wird sterben. Müssen wir alle früher oder später? Egal. In Ranelle wird dieser Baum wohl niemals Früchte tragen. Er bräuchte einfach eine fruchtbare Gegend. Dick, hast du eine Idee? Hallo Louis, das ist ein Keimling des Lebensbaums, richtig? Tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht warten, bis der gedient ist. Falls ich jemals wieder gesund werde, singe ich der Lied aber gerne. Gut. Lebensquelle.
würde jetzt einfach mal ins Wolkenmeer und nach Firon zurückkehren. Meine andere Idee habe ich einfach nicht. Bin ich ehrlich. Bei Firon, Wasserdrache. Weil da habe ich keine Zeitsteine. Eigentlich gibt es da keine Zeitsteine, ne? Obwohl, ich kann da vielleicht durch das, obwohl das Zeit, oh doch, ich kann zum Zeitportal pflanzen. Oh, das wäre vielleicht echt eine Möglichkeit, dass ich jetzt zum großmütterlichen Wanderer durch Zeitportal den Baum da irgendwo einpflanze in der Vergangenheit und quasi in der Gegenwart die Frucht trage. Oh, das wäre echt wieder smart, wenn das funktioniert. Weil das ist der einzige Ort, wo ich noch Zeit wechseln könnte. Mehr oder weniger. Das könnte echt wirklich smart sein. Jetzt ohne Scheiß. Achso, jetzt müssen wir wissen, was passiert, wenn ich hier mal einen Kreis zeichne. Vermutlich eine Bombe. Wusste ich. Na egal. Rohmaschinen. Kann ich um Wasser pflanzen? Baumpflanzen für Wasser. Also in der Vergangenheit Wasserpflanzen. Baumpflanzen. Ach, keine Ahnung. Da ich ja hier in die Vergangenheit reise. Ich teste es jetzt einfach mal spontan aus, ne? Ich gehe jetzt in die Vergangenheit. Guck, ob ich einen Baum pflanzen kann und hoffe, in der Gegenwart ist da Wasser. Ist ja die Vergangenheit hier, ne? Entschuldige. Was ist? Nichts Wichtiges. Siehst du das sonnige Fleckchen Erde dort? Ich hätte mir überlegt, dort einen Baum zu pflanzen. Wenn Zelda wieder wacht, wird sie sich an seinem Bett erfreuen können. Es müsste allerdings ein Baum sein, der tausende von Jahren überstehen kann. Ob es irgendwo Keimling für solch einen Baum gibt? Ich bin okay, ich bin auch clever. Einsetzen. So, Baum gewachsen. Weil diese Stelle war auch generell schon damals suspekt. Ist mir zwar nie groß aufgefallen, aber das Ding ist so einfach suspekt. Wait, warte mal, tausende Jahre überstehen? Will Papier damit sagen, sie ist tausend Jahre alt? Oh, du hast ihn eingepflanzt. Ich spüre die Kraft dieses Setzlings. Eines Tages wird einmal ein großer, schöner Baum aus ihm wachsen. Ja, hoffe ich auch. Tschüss. Ich fand das gerade übrigens sehr befriedigend, dass das Tor aufgeht, wenn das Triforce gerade ist. Also mit der Spitze oben und die beiden Spitzen unten, ne? Oh, ein Baum! Und Bardo sieht einen Baum. Na, Bardo, was geht? Ja, was für ein fantastischer Baum! Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quick lebendig. Du hast die Lebensbaumfrucht erhalten. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Solange es kein Timespeed ist, wo ich jetzt gesagt in 5 Minuten da sein muss, ist alles rechtens. Okay, also wir haben den Baum doch pflanzen können. Aber wer hat den denn hier 1000 Jahre übergossen? Weil im Tempel soll es eigentlich nicht regnen. So, meines Erachtens nach. Aber auch hier wieder dieses ein bisschen hin und her Rennerei, ne?
Das ist schon ein bisschen Zeitschinderei. Ich renne von einem Ort zum nächsten und renne wieder zurück zum zweiten, nur um im ersten wieder was zu machen. Das ist. Naja. Ich will mich noch nicht beschweren. Das Spiel ist trotzdem ganz gut. Und wieder mit den Vögeln. Geier Sturzflug. Tschüss Vögelchen. Ja, ich würde gerne bitte einmal da anreisen. Ja, will ich. Danke sehr. Parascheu? Nein. Er macht den Parascheu automatisch. Warum sollte ich den... Hey, Drache. Hier. Sieh an, Louis. Was führt dich zu mir? Eine dicke, fette Rocht, die ich in meinem Arsch aufbewahrt habe. Also ernsthaft, ich frage mich gerade, wo er die fette Frucht her hat. Die Taschen waren definitiv zu klein. Und das Ding ist ein bisschen größer als sein Kopf. Also ich will nicht wissen, wo er die gerade eingesteckt hat. Nein, darüber will ich nachdenken. Also das ist nicht mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Hier, friss! Oh, geil! Futter! Oh, Scheiße! Uiuiui! Oh, tut das gut! Mein ganzer Körper pulsiert! Eine neue Kraft durchströmt mich! Selbst jahrtausendalte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Louis. Als Dank werde ich dir eine Stimme des Heldenlieds vorsingen. Also sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Was passiert eigentlich, wenn man ihm die Schleifen hinten löst? Fällt er sein Sabberlätzchen runter? Mal so nebenbei gefragt. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Yay! Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Louis. Ich will dir dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Falls ich wiederkomme. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun drei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu erhalten, besuche nun den großen Himmelsgeist Narichia. Also ich weiß nicht, ob ich dich wiedersehen werde, aber ich hoffe es. Du bist einer der cooleren Drachen. Eigentlich sind alle drei Drachen. Nee, das war jetzt gerade gemein. Eigentlich sind alle drei Drachen cool. Wobei ich auch da wieder sagen muss, Wasserdrache war ein bisschen viel Storyplot-Time, ne? Also einmal das mit dem Drachen heilen und dann mit dem Wasser Noten schwimmen, war ja beides Wasserdrache verschuldet. Plus der Topf, wir mussten den Topf auch noch von Wasserdrachen holen, also Wasserdrache hat sehr viel Überhand genommen, in meinen Augen. Naja. So, jetzt gucken wir mal, ich habe noch ein paar neue Kisten freigeschaltet, ne? Weil jetzt klappt auch erstmal die ganzen Kisten ab. Hier ist eine. Da ist eine. Gut, hier nehmen wir weg. Nein, ich wollte wegnehmen. Die nehme ich weg. Da nehmen wir noch eine. Da ist noch eine. Und da. Du weg. So, weil jetzt sammeln wir erstmal die ganzen Kisten ein. Weil ich weiß nicht, was uns bei Narichia erwartet.
und ob ich dazu die nochmal kommen werde. Ich habe fast das Gefühl, dass wir... Autsch. Dass wir nach einer Riecher fast schon... zum letzten Dungeon kommen. Deswegen will ich alles mal einsammeln, was ich einsammeln kann. Weitestgehend. Vielleicht noch ein bisschen Equipment sammeln nachher, einsammeln. Und dann mal gucken. Herzteil. Ja, da bleiben noch zwei. Kann ich noch Musik spielen? Kann ich wirklich? Wow. Hätte ich jetzt per se nicht gedacht. Boing! Und eine Kralle, okay. Zeichnest du da drei... Was? Zeichnest du drei Dreiecke an einer mysteriösen Wand, werden dir vielleicht Feen erscheinen. Drei Dreiecke? What? What the fuck? So, als nächstes... So, den haben wir jetzt da. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier hinten hin. Dann zur Bambusinsel und dann zu einer Riecherrichtung. Das heißt, wir müssen jetzt den am weitesten wegnehmen. Das ist der ganz simpel, würde ich sagen. Und immer noch so eine Star Wars-like Musik. Bin ich ehrlich. Oh, er hat Geld. Gib mir dein Geld, Vogel. Aha, abgesnackt. Das ist unser Revier. Hier farmen wir schon ab. Wobei die Musik jetzt hat ein bisschen was von Fire Emblem. Wie weit ist das denn entfernt, Alter? Ah, neuer Vogel, neues Geld. Ach, schade. Na gut. Die Insel da, oder? Weil das Wolkenreich ist ja eigentlich bloß so ein... Ist ja richtig? Nee, ne? Doch, bin ich. Hier muss irgendwo eine zweite Kiste sein. Da oben drin vermutlich. Was steht hier? Ich bin geschäftig unterwegs und komme abends zurück. Terry. Kommt abends zurück. Kann ich da mal reinhucken? Ja, auch nicht. Soll ich jetzt warten, bis es abends ist? Ich warte jetzt nicht, bis es abends ist. Ich kann doch nicht gar nicht warten, bis es abends ist. Ich kann ja abends gar nicht raus. Oder? Ja, nee, ich kann abends das Ding nicht verlassen. Kann ich mich an die Kiste ranhucken? So oldschool? Nee. Terry ist geschäftlich unterwegs, kommt abends zurück. Aber ich komme abends gar nicht her. Ich kann ja nirgends mal pennen oder so. Ich darf ja nachts gar nicht rumfliegen. Was ist die Zeit? Nee, auch nicht. Ich habe keine Items, gar nichts. Ich kann ja gar nicht die Zeit ändern. Er ist geschäftig unterwegs von abends zurück. Danke, aber ich will da rein. Ich kann jetzt nicht ewig warten, bis du hier bist.
Versuche es da reinzurennen. Irgendwie muss es funktionieren. Naja. Kann ich mich einfach da ranhucken? Einfach so an das Gitter ran oder so? Naja. Okay, wenn jemand eine Idee hat, wenn man dieses Ding rankommt, bitte mal Mitteilung. Ich weiß es nicht. Und deswegen gehe ich jetzt auch wieder. Weil ich komme da nicht rein und nicht ran. Deswegen geht es jetzt zur nächsten Insel. Zur Not gucke ich auch online. Ich muss eh gleich mal online gucken, was nach Narisha noch kommen wird. Oder ob schon danach der Sternchen kommt. Und dementsprechend werde ich dann auch die Folgen anpassen. Aber wir sind auf jeden Fall so gut wie durch. So, einmal schnitzen wir mal diesmal nicht. Ich will bloß die Kiste öffnen. Ein goldener Rubin, er ist 300 Rubine wert. Aber halt, das lieber für dich. Gut, 300 Rubine sind 300 Rubine, ne? Hui. So, aber jetzt müssen wir gucken. Die letzten beiden Kisten waren bloß noch im Dingens, ne? Das hier ist Terrys Insel vor allem. Okay. Gut, die letzten sind alle beide. Die letzten beiden sind alle hinten im Wolken. Also. Also in der Wolkensturmfront. Die Musik klingt einfach so heroisch. Eigentlich ziemlich geil. Busto! Wow! Volle Kanne reingeflattert. Sachen, die nicht geplant wurden. Volle Kanne in ein Tornado flattern. Bitte nicht noch einer. Wäre tödlich. Für mich. Landeanflug. Ach, und das ist Narisha, okay, alles klar. Das wird wohl die Insel oben sein, vermutlich. Aber ich persönlich finde, man hätte aus dem Wolkenhort und der ganzen Wolkengeschichte oben ein bisschen mehr machen können. Klar, du hast deine vereinzelten Inseln, die Bambusinsel, Rouletteinsel, Kürbisinsel und so weiter, ja, kein Ding. Aber irgendwie hast du zu wenig mit dem Himmel zu tun. Jetzt mal davon abgesehen, dass du am Himmel quasi beginnst, ne? So, kann man sich reinkrabbeln? Ja, ne? Ja. Sah schon danach aus. Ach nee, ich hab doch so ein Ding. Mal einen Weg frei machen. ADAC, wir machen den Weg frei. Fragen, muss ich den besiegen oder kann ich einfach. Ach, ich kann einfach heraus, pass auf. Ich muss den ja gar nicht besiegen. Warum machst du das denn? Ach, jetzt bis eine Kiste von zwei. Scheiße. Toll. Hey, eine leere Flasche. Bring noch zum Itemlager, finde ich gut. Wie sieht das oberirdisch aus hier? Man kann quasi gar nicht sehen, was über mir ist. Toll.
Gut, komme ich mich hier raus. Und der zweite Eingang. Sehr schön. Damit dürfte doch alles erledigt sein. Hoffentlich. Einen kleinen Küscher erhalten. Yeah. Ist mir egal. Küscher ist cool. So, jetzt muss mir raus. Ist ja eine Barrikade hier. Ich dachte schon. Auf deinen Poppes, Kollege. Ist die Frage, bringst du mir doch irgendwas? Nö. Nein, komm her. Bringst du mir irgendwas? Nö. Nicht mehr knellt. Naja, gut. Dann haben wir, glaube ich, unsere Story erfüllt. Narisha! Obwohl, nee, wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal hier zur Insel flattern. Und da mal kurz A speichern und B ausmachen. Also nicht ausmachen, aber kurz gucken. Weil ich werde mich jetzt ganz kurz belesen, ob nach Narisha noch was kommt. Oder ob Narisha automatisch Boss-Time ist. Also nicht Boss-Time, aber Dungeon-Time. Und wir sind außen eh bei 30 Minuten. Bei 32 fast. Deswegen sage ich erstmal danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.